Also, so ein Banner. Banner. Steht da auf der Promptliste wirklich Banner? Ja, das brauche ich doch eigentlich, wenn ich meinem Liebsten einen Heiratsantrag machen will. Gary, keine Angst. Keine Angst. Nur ein Intro. Ist nur das Intro für dieses Video. Keine Angst. Sorry, das musste ich kurz sagen. Wenn ich meinem Liebsten einen Heiratsantrag machen will, dann brauche ich ein Banner, oder? Das ist meistens so ein weißes langes Ding. Das schreibe ich mit roter Farbe drauf. Willst du mich heiraten? Und dann kraxel ich da auf so ein Kirchturm drauf und lasse es da runter. Und dann warte ich kurz ab oder oh, mal ja, länger und hoffe, dass der Ja sagt. Ja, das ist für mich ein Banner. Aber äh, was hat das jetzt bitte mit dem Thema Junk Journaling zu tun? Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen zurück zum Junk Journal Tutorial Adventskalender. Heute mit Türchen Nummer 17. Die Prompts für heute sind Banner und Stoffschnipsel. Ich habe hier mal so einen Stoffschnipsel von so einer Einkaufstüte genommen und, oh, was ist da noch in diesem Kästchen? 49 Dragonflies. Keine Angst, ihr Lieben, wir werden heute keinen Kirchturm besteigen, schon alleine deshalb nicht, weil ich tierische Höhenangst habe und schon bei dem Anblick eines Stuhls, auf den ich steigen muss, vielleicht Schweißausbrüche kriege. Nichtsdestotrotz ist das heutige Video schon eine gewisse Herausforderung. Aus zwei Gründen. Erstens, das Thema Banner im Zusammenhang mit Junk Journaling ist nicht so ganz einfach, denn es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, einen Banner herzustellen für ein Junk Journal, dass es schon fast unmöglich ist, ein Video darüber zu machen. Und so habe ich mir dann überlegt, wie stelle ich das jetzt am besten an. Ich möchte euch gerne eine Möglichkeit zeigen, wie man einen Banner herstellen kann und wie man das in einem Junk Journal benutzen kann. Und zweitens ist es eine Herausforderung, weil ich gerne heute ein bisschen Werbung machen möchte für eine Person. Ja, wie ihr eben schon gesehen habt, befindet sich dieser kleine Schnipsel in dem 17. Türchen, auf dem steht 49 Dragonflies. Hallo Barbara. Die Barbara ist eine ganz, ganz liebe Person, die ich vor einigen Jahren mal kennengelernt habe und wo ich ziemlich überrascht war, ehrlich gesagt, als ich sie kennengelernt habe, denn sie hat mir eine E-Mail geschrieben auf Deutsch. Habe ich gedacht. Ach du meine Güte, es gibt tatsächlich weitere deutschsprachige Menschen, die sich mit dem Thema Junk Journaling beschäftigen. Vor einigen Jahren habe ich das nicht für möglich gehalten, wie ihr wisst. Inzwischen sind wir ein paar mehr geworden, was mich sehr freut. Aber damals habe ich gedacht, es gibt keine anderen Deutschen, also das gibt es nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass die Barbara nicht nur Deutsch spricht, sondern auch noch aus Wien kommt. Und da habe ich gedacht, uiuiui, ui, ui. was ist das? Eine zweite Person, die sich in Österreich befindet, die sich mit Junk Journaling beschäftigt. Und so nahm das ganze Thema seinen Lauf und ich habe dann mir ja jedes Video von ihr reingezogen, was sie auf ihrem sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hochgeladen hat. Und inzwischen, ja, wie soll ich sagen, wenn mein Handy sagt, oh, hier neues Video von Barbara, dann muss ich mir das anschauen. Ähm, ja, <laughs> ihr merkt schon, ich halte sehr große Stücke auf sie und ich bin wirklich ein sehr sehr großer Fan von ihr und von ihren Videos und von ihrer ganzen Art von allem, was sie tut. Dazu sei gesagt, ihr YouTube-Kanal ist auf Englisch, aber ich denke auch wenn ihr jetzt in Anführungsstrichen nur Deutsch versteht, könnt ihr trotzdem nachvollziehen, was sie da tut. Denn sie erklärt das, ja, mit Hilfe dessen, was sie da tut und mit dem Video und so, ne? Erklärt sie das sehr, sehr einleuchtend und sehr nachvollziehbar. Ich werde euch ähm, alle Sachen unten verlinken, wo ihr sie finden könnt. Und ja. Als ich dieses Video vorbereitet habe, ist sie mir irgendwie wieder über den Weg gelaufen. Wir hatten eine sehr, sehr nette Unterhaltung, äh Barbara. Falls du dieses Video siehst, <laughs> nochmal vielen, vielen Dank für dieses äußerst, ja, wie soll ich sagen, aufschlussreiche und sehr, sehr tolle Gespräch. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich, ich kann ja, ich kann ja jetzt auch nicht hier so rumschwärmen, ne? <laughs> Würde ich aber am liebsten. Aber ich will euch ja auch nicht ähm, langweilen und ähm, ja, also. Guckt euch bitte Barbaras YouTube-Kanal an. So und guckt euch bitte auch Barbaras Shop an. Barbara hat einen Shop, auch den habe ich unten verlinkt. Und das Papier, was ich heute verwenden möchte für dieses Banner, was ich euch heute zeigen möchte, stammt ähm, aus Barbaras Shop. Also nicht alles Papier, weil ich benutze auch ein bisschen Müll und so, ne? Aber das Papier, was ihr da in ausgedruckter Form sehen werdet, ist aus Barbaras Shop. Und ich erzähle euch gleich im Video noch ein bisschen genaueres dazu. Und ich denke mir, ja, wir, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, was soll ich so großartig sagen? <laughs> fangen wir mal an. Ja, nachdem ihr nun wisst, was es mit 49 Dragonflies auf sich hat, wenn ihr es nicht schon vorher gewusst habt, <laughs> zeige ich euch hier mal die Ausdrucke aus Barbara's Shop. Das hier sind insgesamt zwei Artikel, die ich mir bei ihr gekauft habe. Dieses hier ist der eine und diese rechteckigen Teile hier sind der andere Artikel. Ihr könnt euch das in ihrem Shop einfach als Datei herunterladen und dann könnt ihr das zu Hause auf dem Papier eurer Wahl ausdrucken, ausschneiden und ich habe es jetzt einfach rundherum noch ein ganz kleines bisschen distressed, so dass es einfach ein bisschen dreidimensionaler aussieht. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir auch noch meinen Kasten geholt mit ja, wie ihr hier schon seht, sehr unsortierten Restpapier, kleinen Schnipseln, Dingen, die man vielleicht nur einmal hat, Dinge, wo man denkt, ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen, aber ich kann es nicht wegschmeißen. Und diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, besonderen Papiere möchte ich jetzt mit diesen besonderen Papieren aus Barbaras Shop kombinieren und daraus ein mehrschichtiges Banner machen. Wie eingangs schon gesagt, gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ein Banner für ein Junk Journal aussehen kann. Wenn man dieses Wort zum Beispiel bei Instagram oder Pinterest eintippt, dann findet man so wahnsinnig verschiedene und so vielfältige Ergebnisse, dass man es eigentlich fast gar nicht in Worte fassen kann. Aber... Ähm, etwas haben die meisten dieser Banner gemeinsam und zwar ist das eine spezielle Form, die ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Ähm, auch wenn die Ausdrücke von Barbara nicht diese Form haben, möchte ich versuchen, das zu kombinieren. Ähm, es haben jetzt einige Leute schon auch Kommentare geschrieben und gesagt, ja, das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen, ich brauche mal irgendwas Neues, ich brauche mal eine neue Idee ähm, und nicht die Dinge, die man immer so sieht. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Versuchen wir das jetzt hier mal in, dieser, in diesem Video ähm, etwas zu machen, was vielleicht nicht ganz so typisch ist. Ich hoffe, das wird mir einigermaßen gelingen. Ich habe jetzt mir hier erstmal ein bisschen dickeres Papier genommen und das auf die Breite von Barbaras Ausdruck geschnitten. Und jetzt schneide ich hier unten ein Dreieck raus, sodass dieses kleine wimpelmäßige Teil entsteht. Und das ist auch schon mh, die Form, die man typischerweise als Banner findet. Auf Fotos, zum Beispiel auf Pinterest oder so. Man könnte jetzt schon einfach nur eins dieser Teile nehmen und das auf eine Junk Journal Seite drauf tackern, kleben, nähen. Und das würde schon, würde ich jetzt sagen, für mein Verständnis als Banner durchgehen. Allerdings mag ich ganz gerne auch leiden, wenn es etwas, wie soll ich sagen, gelayert ist. Also, das heißt, wenn du mehrere Schichten übereinander tust, mehrere Schichten von Papier. Und vor allen Dingen auch, wenn es etwas Platz gibt, wo du versteckte Dinge aufschreiben kannst. Dinge, die nicht direkt so offensichtlich zu sehen sind. Und das ist auch etwas, was ich versuche mit dieser Art von Banner zu erreichen. Nämlich ähm, so eine Art kleinen Notizblock zu erschaffen, den du dann an einer beliebigen Stelle in deinem Journal unterbringen kannst. Das hier zum Beispiel ist Papier von Münzrollen. Ihr wisst ja, ich äh, arbeite da manchmal auch an so einer Kasse, ne, wo man mit Geld zu tun hat. Und wenn wir Kleingeld bekommen, dann äh, sammle ich immer dieses Papier auf, äh, ein, <laughs> Entschuldigung, äh, wo diese Münzrollen äh, mit umwickelt sind. Und das ist natürlich äh, immer ganz schön, weil das hat auch so eine Schrift drauf und auf der anderen Seite ist es aber einfarbig, sodass man darauf auch schreiben kann. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine übrig gebliebene Seite aus einem meiner Printables. Das ist von dem The Crafty Critters Kit aus meinem Etsy Shop und das hatte ich jetzt noch übrig. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wie ihr ähm, ja also für Dinge, die ihr in dieses Banner mit einbeziehen könnt oder in diesen kleinen Notizblock mit einbeziehen könnt, nehmt da einfach Dinge auch, die ihr übrig habt. Zuerst denkt man vielleicht, ach, das passt ja jetzt vielleicht gar nicht so gut dazu oder was soll ich jetzt damit anfangen? Aber im Endeffekt, wenn das alles eins geworden ist, dann ähm, passt das trotzdem zusammen. Und auch wenn ihr zum Beispiel so Kontraste habt, wie jetzt dieses Türkis mit dem Orange ähm, auf Barbaras Ausdruck, dann ja. Denkt man vielleicht, huh, das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen zu krass. Aber wenn man bedenkt, dass das ja später in diesem kompletten Teil mit eingebaut ist, dann ist erstens dieser Effekt nicht mehr so extrem, die Farbe ist nicht mehr so extrem und es ergibt irgendwas Interessantes, wo man denken kann: huiuiui, das könnte jetzt doch ganz gut aussehen. Und es schaut dann auch vielleicht nicht unbedingt so langweilig aus, wie wenn man jetzt einfach immer die gleichen Farben oder ja, wenn man so in einer extremst krassen Farbpalette bleiben würde. So, da auf unserer Promptliste jetzt auch noch das Wort Stoffschnipsel gestanden ist, habe ich mir überlegt, ich nehme mir hier diese Einkaufstasche. Das ist so eine ganz normale Jute-Einkaufstasche gewesen, die ich zerrissen habe. Da habe ich dann einfach den Aufdruck von dem Laden, von dem sie gestammt hat, da abgerissen und habe den Rest dann benutzt. Das kann man im Übrigen auch wunderbar verwenden für das Innere eines Journals oder wenn man einen Buchrücken verstärken will. Eignet sich diese Art von Stoff sehr. Auch das habe ich jetzt hier. Bisschen so fransenmäßig, zwar aber in die Form dieses Banners geschnitten. Ich hatte da etwas Probleme, ich muss erst mal meine richtige Schere finden. <laughs> Im Eifer des Gefechts, als ich dieses Video aufgenommen habe, habe ich glatt meine falsche Schere gegriffen. Das ist natürlich nicht so eine geile Idee, weil dann macht man sich die Schere kaputt. Aber ja, ich habe das zum Glück noch gemerkt. Damit das nicht so regelmäßig aussieht, habe ich das da ein bisschen ausgefranst und wie ihr seht, habe ich das auch etwas größer geschnitten als die Papierstücke, die ich habe. Jetzt habe ich darauf geachtet, als ich das zusammengebaut habe, dass unten, wo dieses Dreieck rausgeschnitten ist, natürlich nichts nach außen steht. Also ich wollte nur den Stoff außen etwas überlappend sehen, aber nicht die einzelnen Papiere, dass sie unten eben in diesem ja in diesem Schlitz sozusagen rausstehen. Aber selbstverständlich könnt ihr das auch machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt das auch ähm, in einer anderen Art und Weise anordnen, als ich das jetzt hier mache. Ihr könntet zum Beispiel auch die ähm, die Größe des Dreiecks, was ihr unten rausschneidet, noch komplett variieren, dass zum Beispiel auch ein nicht gleichschenkliges Dreieck unten entsteht. Hier ist das jetzt zum Beispiel, zum Beispiel so ein bisschen passiert, bei diesem äh, Schnittbrusterbogenpapier, da sind die Spitzen von dem Banner unten nicht beide gleich. Aber das ist natürlich Geschmackssache, das kann man variieren, wie man möchte. Ihr wisst, im Junk -Jour Journaling, schwieriges Wort, Entschuldigung, gibt es keine Regeln, also macht es bitte, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier Barbaras Papier genommen und eins von diesen Elementen vorne und eins hinten drauf getan und das erstmal mit einem Tacker zusammengetackert, dass mir das nicht irgendwohin abhauen kann. Und jetzt möchte ich gerne da oben ähm, diesen, ja, diesen Übergang bzw. dieses Ende von diesem Teil noch etwas kaschieren. Sehe nehme ich mir einfach noch so ein Stückchen von diesem Stoff und dann ähm, werde ich das da oben dran befestigen. Das könnt ihr jetzt entweder kleben... Ihr könntet auch darüber nähen, dann müsst ihr aber bitte aufpassen, dass ihr nicht mit eurer Nadel in diese Tackernadel da kommt, wenn ihr das mit der Nähmaschine nähen wollt. Man könnte auch einfach zwei, drei Stiche mit der Hand nähen oder es irgendwie anderweitig befestigen, zum Beispiel mit solchen kleinen Ösen. Diese Technik habe ich jetzt hier das erste Mal ausprobiert und ich muss sagen, mir ist das Banner etwas dick geworden. Also, wie ihr seht, die Öse schaut nur noch ganz minimal hinten raus. Also, da müsst ihr wirklich, wenn ihr das machen wollt, und auch so eine Öse benutzen wollt, aufpassen, dass euch das nicht zu dick wird. Es ist jetzt hier vielleicht nicht unbedingt die optimale Lösung das so zu machen. Ich habe das jetzt aber in dem Video trotzdem drin gelassen. Erstens, weil ich sicher das noch mal neu aufnehmen wollte. <laughs> ja, und äh, damit ihr auch seht, dass bei mir auch nicht immer alles so optimal läuft. Manche Leute schreiben dann in den Kommentaren, oh, das schaut immer so einfach aus, was du da machst und das schaut immer so toll aus. Ja, aber solche Dinge gehen mir dann auch äh, über den Tisch und gehen mir vor allen Dingen auch gegen den Strich, wenn ich dann sowas sehe. Ähm, ja, bitte benutzt einfach nicht zu viel Papier, beziehungsweise probiert vorher aus, wie viel Papier eure Öse fassen kann, sodass das hinten noch gescheit aussieht. Ich denke, ich werde mir für das Hinterteil jetzt noch etwas überlegen, was ich da drauf machen kann, dass das nicht ganz so stark sichtbar ist. Aber ich wollte so gerne diese Ösen da drin haben damit man später mehr Möglichkeiten hat, das in einem Journal zu befestigen. Das kann man dann nämlich einfach entweder oben über so eine Seite drüber stecken oder aber man könnte das auch, wenn man innen zum Beispiel noch eine Öse hat, mit einfach einem kleinen Band daran befestigen, dass es das so ein bisschen herumbaumelt oder man könnte auch kleine Elemente machen, so kleine Dingeldangels, Mini-Tessels oder sowas in der Art und die oben an diesen Ösen befestigen. Einfach ein paar noch so kleine Bänder dranhängen oder kleine Perlen, kleine Knöpfe oder sowas in der Art. Und diese Option wollte ich mir einfach offen lassen. Deswegen habe ich eben diese Ösen verwendet. Hier habe ich jetzt noch ein zweites gemacht in dieser Art und Weise. Ja, wo ich einfach mir denke, wenn man mehrere solche Elemente in einem Journal hat, die ähnlich aussehen, dann hat man wieder so eine Art Zusammenhang. Man kann auch damit sehr gut solche Farbbrücken, über die ich schon öfters gesprochen habe, erschaffen. Und ja, ganz ehrlich, wenn man sich jetzt dieses Papier aus Barbaras Shop gekauft hat, dann kann man auch nach einem nicht aufhören. Wenn man das da so hat und denkt sich, oh, das schaut ja gar nicht schlecht aus, nimmst du halt beim nächsten Mal ein bisschen weniger Papier, dann klappt das mit der Öse besser, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht. Ja, und dann hat man das und dann denkt man, ja, ich, ich kann jetzt nicht aufhören. Ich kann jetzt nicht die restlichen Teile, die ich da ausgeschnitten habe, nehmen und irgendwo in meinen Schrank legen. Ich muss sie noch benutzen. Und genauso ist es mir hier auch gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, diese ausgedruckten Seiten, die passen so wunderschön zusammen und die sind auch von den Farben her so schön gemacht, dass die wirklich eigentlich fast in jedes Journal passen. Auch wenn jetzt hier Orange vorkommt, mir fällt keine Farbe ein, wo das nicht dazu passt. Also ich habe das auch an verschiedene Journals drangehalten und da kann man sich fast gar nicht entscheiden, wo man das reintun soll. Ähm, ja, jetzt habe ich hier mir die anderen Elemente noch genommen, die jetzt nicht so rech rechteckig sind, <laughs> sondern ja, die eben diese andere Form haben. Und das hier sind so ähm, Hüllen von Gitarrenseiten. Ich habe die mal von einer Person bekommen, <laughs> die ihr sicherlich kennt. Äh, ja ich kenne da ja so einen Gitarrespielenden Mann, wie ihr wisst und da habe ich da manchmal Zugang zu solchen speziellen Papieren. Ähm, haltet die Augen auf nach solchen Dingen, denn sowas eignet sich natürlich hervorragend um so ein kleines Projekt zu machen. Dieses Papier ist einerseits so schön bedruckt, also ihr habt da ja so eine ja, besonders aussehende Schrift und zum anderen habt ihr aber auch diese weißen Elemente, wo man natürlich wunderbar drauf schreiben kann und auch daraus kann man sich eine Art Banner machen. Das hier wird jetzt ein bisschen anders werden als das andere, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, um euch einfach verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, um auch ein bisschen nochmal auf diesen Punkt zu kommen. Ihr müsst das nicht hundertprozentig so nachmachen, wie ich das hier tue. Also ich meine, <laughs> ihr müsst sowieso gar nichts nachmachen. Ich bin ja froh und glücklich über diese ganzen Ergebnisse, die ich bisher auf Instagram gesehen habe, in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen, <laughs> weil mich das einfach so überwältigt, wie viele von euch da mitmachen und wie viele von euch mir ihre Ergebnisse zeigen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich habe niemals damit gerechnet. Aber trotzdem möchte ich nochmal sagen, ihr müsst das nicht genauso machen, wie ich das hier tue. Ähm, Im Junk Journaling gibt es keine Regeln. Tut bitte einfach, was ihr möchtet und tut, wonach euch der Sinn steht. Ihr müsst jetzt nicht in Panik verfallen, weil ihr jetzt zum Beispiel diese Ausdrücke nicht habt. Ihr müsst jetzt nicht ähm, in Panik verfallen, weil ihr nicht so einen Stoff habt. Ja, dann nehmt halt einfach einen anderen Stoff und einen anderen Ausdruck oder nehmt ein Bild aus einer Zeitschrift oder irgendetwas anderes. Ihr müsst da keine Ösen reinmachen. Ihr könnt das auch tackern oder zusammennähen oder auf eine ganz andere Art und Weise befestigen. Also was will ich damit sagen? Tut einfach was ihr wollt. <laughs> so Der Sinn dahinter ist ja, dass man Spaß daran hat und dass man ja einfach neue Dinge ausprobiert, dass man auch mal schaut: okay, wenn ich jetzt hier sowas mache, was ich noch nie gemacht habe, Was gibt mir das? Was kann mir das für mich persönlich für meinen persönlichen Prozess im Journaling bringen? Bringt mir das gar nichts, dann mache ich das nicht noch mal, Bringt mir das ganz viel, Dann probiere ich es vielleicht auf verschiedene andere Art und Weise nochmal aus. Und so ist es mir hier auch zum Beispiel gegangen. Ich habe hier ähm, auch einige Dinge verwendet, wo ich sagen würde, also äh, das gehört irgendwie eigentlich in den Müll. Äh, damit kann man eigentlich gar nichts mehr anfangen. Dieser total verkackte Jellyprint hier zum Beispiel. Da habe ich ähm, nämlich das falsche Papier genommen auf meiner Jellyplate. Und da ist mir sowas, ja, wie soll ich sagen, Kinderkacker-Gelbes rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, das kann ich ja niemals verwenden. Aber. In Zusammenhang mit diesem Printable, also Barbara, Entschuldigung, ich will jetzt nicht sagen, dass dein Printable so aussieht wie gelbes Babykacker, aber, oh mein Gott, kann ich das so lassen? Also du weißt schon, was ich meine, oder? Ich glaube, du <laughs> verstehst mich, wenn ich das jetzt so sage, weil du mich inzwischen gut kennst. Ähm, manchmal hat man doch so Assoziationen zu irgendwelchen Farben. Und dann denkt man so, meine Güte, noch mal, das geht ja überhaupt nicht. Wenn man das einzeln sieht, und jetzt sieht man das im Zusammenhang mit deinem, Schönen Element hier, und dann denkt man ja, das passt auf einmal zusammen. Das passt plötzlich zusammen. Und wenn man das da dran macht und das ähm, von dem Jellyplate da so nur so ein bisschen durchscheint, plötzlich ergibt das einen Sinn und plötzlich gehört es genau dahin und genau mit diesem Element kombiniert. Und das ist das, was ich sagen will: ähm, probiert verschiedene Sachen aus, indem ihr das auch mal so zusammenlegt. Ihr seht, ich probiere hier auch ziemlich lange rum bis ich die richtige Position für diese beiden Elemente aus dem Printable und diesen Stoffschnipsel habe. Und ja, bis ich zu, wirklich zufrieden bin. Ich fange nicht an, das zusammenzutun mit dieser Öse oder mit was auch immer, bevor ich nicht hundertprozentig zufrieden damit bin. Und das ist so eine Sache, wenn man dann diese Öse da reindrückt, dann ist man so, wie soll ich sagen, am Ende seines Prozesses und man denkt sich, oh ja. So könnte das was werden. Und so kann man mit sich selber zufrieden sein, mit diesem Produkt zufrieden sein und ja, man hat später ein schönes Element für sein Journal. Hier ist es jetzt auch wieder so, dass diese Papiere fast schon ein bisschen zu viel sind, aber ich habe mir dann gedacht, okay, solange das hält, kann ich damit leben, solange das irgendwie zusammenhält. Weil diese Ösen, ja, die müssen ja von der Rückseite auch nicht, wer weiß wie schön aussehen. Es ist ja ein Junk Journal. Es kann ja ruhig handgemacht aussehen. Die Leute sollen sehen, oh, das hat jemand wirklich mit der Hand hergestellt und das hat nicht irgendeine Maschine zusammengenietet. Und deshalb äh, habe ich mich entschieden, dass ich doch ein bisschen mehr Platz in diesen kleinen Notizblöckchen-Bannern haben möchte ähm, und äh, eben ja auf die Schönheit der Öse auf der Rückseite eher verzichte. Ich habe mir jetzt hier noch solche kleinen Bänder genommen, die ich da durchgefriemelt habe die man eben auch ja, als Verzierung benutzen kann. Einfach, um euch zu zeigen, was so ein kleines Band auch für einen Unterschied macht. Jetzt hängt das da so runter und es schaut jetzt schon ein bisschen interessanter irgendwie aus als vorher. Ähm, bei diesem habe ich das nochmal da ein bisschen abgeändert, weil ich bei dem zweiten gemerkt habe, dass es mir besser gefällt, wenn es runterhängt. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt dieses Band ja auch noch ein bisschen variieren, je nachdem, welchen Platz dieses kleine Banner-Notizblöckchen dann später in Ihrem Journal bekommt. Ihr könntet auch dieses Band benutzen, um das Banner ähm, an dem Journal zu befestigen. Man könnte auch ähm, diese Art von Banner- Notizblöckchen dann später vielleicht ähm, außen an ein Journal dran machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder man steckt es eben einfach über eine Seite, hinter ein Bellyband, in einen Tagspot oder wo auch immer hin. <laughs> ja. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen gewonnen, um dieses nachzumachen. Wenn ihr aktiv an diesem Adventskalender teilnehmt, vergesst bitte auch heute nicht, eure Schnipsel einzusammeln, denn diese brauchen wir am 24. für unser letztes Tutorial. Ja, auch dieses kleine hier, was ich nicht benutzt habe, kommt hier rein. Tschüss, letztes Element. Tschüss, kleiner Schnipsel. Hier zeige ich euch noch ein paar Detailaufnahmen von diesem Projekt. Ich hoffe, es gefällt euch. Teilt doch bitte eure eigenen Beiträge auf Instagram mit dem Hashtag, den ihr unten im Bild seht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ähm, ja, was soll ich sagen? <laughs> Bis morgen. Viel Spaß beim Nachmachen und tschüss.